Was tut einem gut bei Asthma? Hier kommen meine Tipps. Pflanzliche Mittel aus Annika, Kamillenblüten, Lindenblüten, Spitzwegerich, Salbeblätter oder Thymian in Form von Tees, Gurgellösungen, Tropfen und Säfte können die unter die Genesung bei Asthma unterstützen. Schau dir bitte auch meine Videos an über die Botschaft der Bronchien und die Botschaft der Lunge. Menschen mit Asthma sind sehr oft Menschen, die immer nur nehmen möchten und nicht geben können. Schau dir die Videos bitte an. Das war mein heutiger Impuls zum Thema, was ist gut bei Asthma, was hilft dem Körper, was unterstützt den Körper. Danke fürs Zusehen. Du kannst das Video auch gerne teilen, damit auch andere Menschen darüber informiert sind, was man selber bei Asthma tun kann. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Mal.